In unserer Arbeitssitzung kam die Behauptung auf, es gibt kein Licht ohne Schatten. Und da habe ich ganz vehement widersprochen. Und es gab eine riesige Diskussion. Und für mich war von Anfang an klar, ich werde mich mit dem Licht ohne Schatten beschäftigen. Und dann habe ich systematisch alles abgeforstet, was hat denn Licht, wo gibt es Licht ohne Schatten. Meine persönliche Handschrift ist unbändig. Manchmal geht es schon ein bisschen weit, aber in der Kunst ist alles erlaubt. Und ich kann so weit gehen, wie ich es für richtig halte. Ich stehe für mein Bild und was ich da ausstelle, finde ich dann so auch akzeptabel. Oder zumindest mir entsprechend meinen Gedanken und meinem Ausdrucksvermögen. Für mich als Künstlerin ist es wichtig, dass man mich nicht als exzentrische, völlig verstiegene, übersinnlichkeitseifernde Frau sieht, sondern einfach, die wirklich nur in sich forscht, den Gefühlen nachgeht und das versucht, mit Farbe und Form zum Ausdruck zu bringen. Das ist einfach meistens ein Experiment und die Freude am Arbeiten und künstlerischen Gestalten. Ich bin eigentlich ziemlich auf dem Boden der Tatsachen und ein ganz logisch denkender Mensch. Ich habe das Ziel, bei einem Bild zum Beispiel, ewiges Licht darzustellen. Und dann probiere ich aus und kämpfe mich dadurch. Manchmal bin ich überhaupt gar nicht glücklich und todunglücklich. Und dann wieder geht es weiter und weiter und dann habe ich es geschafft. In dem Moment, wo ich sage, gut so.